Keine Angst, ich werde jetzt nicht New York, New York singen. Ich habe euch aber trotzdem von meinem New York-Trip Anfang Mai was mitgebracht, nämlich einen sehr großen Haul. Ich habe hier 4 große Taschen voller Kosmetik stehen. Leider bin ich bisher aufgrund von Events und Komplikationen und Terminen noch nicht dazu gekommen, diesen Haul für euch zu machen. Deshalb würde ich sagen, wir machen das heute Abend. Ich schlage vor, dieses Video wird wahrscheinlich sehr lang werden, also holt euch einen Snack, macht euch einen Tee, macht euch eine Milch oder was auch immer ihr wollt, setzt euch hin, macht es euch gemütlich und dann gehen wir die Sachen zusammen durch. Der erste Stopp, an dem ich war, war Bath & Body Works. Das ist eine US-Marke. Die haben jegliche Art von Körperpflegeprodukte, die haben Körperdüfte, die verkaufen auch Kerzen. Und eine Sache, die ich unbedingt haben wollte, weil ich die fast an jeder Handtasche von New Yorker Frauen in der U-Bahn gesehen habe, sind diese kleinen Halter für Handsanitizer. Die sehen so aus. Gibt es bei Bath & Body Works in 200 verschiedenen Sorten, in jeglicher Farbe. Und dann nehmt ihr so ein kleines Fläschchen, spannt das einfach da rein. Und wenn ihr es braucht, macht ihr es auf, macht ein bisschen Sanitizer an eure Hände, verreibt das und dann habt ihr saubere, gepflegte Hände. Ich habe hier diese kleine, lustige Qualle gekauft. Und wenn man der zwischen die Augen drückt, dann blinkt sie sogar. Die fand ich ganz lustig. Bath & Body Works ist in Europa sehr schwer zu bekommen. Und wenn man es bekommt online, ist es sehr teuer. Also diese kleinen Fläschchen hier mit Hand Sanitizer, das sind 29 Milliliter. Die kosten, ich glaube, der günstigste Preis, den ich gesehen habe, war bei glossify.de. Da kostet eins in dieser Mini-Größe 3,49 Euro. Bath & Body Works in New York hatte ein Angebot, 5 Hand Sanitizer in der Mini-Größe für 5 Dollar. Also pro Fläschchen 1 Dollar und ehrlich gesagt konnte ich da nicht widerstehen. Ich habe 5 verschiedene Sorten eingekauft, eher so Duftsorten für den Sommer. Das ist einmal Watermelon Lemonade, Georgia Peach, Island White Pineapple, also mit Ananas, Japanese Cherry Blossom und hier drin habe ich aktuell Raspberry Pink Pony, also mit Blütenextrakt und Himbeere. Das Gute an diesen Gels ist, dass man, wie gesagt, relativ schnell seine Hände behandeln kann. Das ist ein antibakterielles Gel. Ich kannte ehrlich gesagt noch gar keine Duftrichtung davon. Ich habe mich einfach durchprobiert und das ausgesucht, was mir am besten gefallen hat. Der nächste Stopp, wo ich dann leider nicht so sparen konnte, war Sephora. Mein Lieblings-Sephora in New York ist der Sephora am Union Square. Der ist relativ groß. Und ich hatte schon relativ klare Vorstellungen, als ich reingegangen bin, was ich haben will, weil ich mich von US-amerikanischen Bloggern habe inspirieren lassen und einfach geguckt habe, was die so empfehlen. Bei Sephora kann man sehr schnell sehr viel Geld ausgeben, weil es einfach eine Riesenauswahl gibt. Es gibt sehr viele Marken, die wir in Europa gar nicht haben oder auch in Europa nicht bekannt sind oder einfach schwer zu bekommen. Und ich habe eine Auswahl, also ich habe eine Mischung. Ich habe zum einen Pflegeprodukte gekauft und zum anderen wirklich Make-up, also Kosmetika. Die Pflegeprodukte ist einmal von der Marke Boscha, von der ich sehr viel Gutes gehört habe, sowohl von englischen als auch von amerikanischen Bloggern. Da habe ich mir einmal den Balancing Facial Tonic gekauft, also einen Gesichtstonic. Und einmal ein Exfoliating Peel Gel, also ein Peeling Gel. Das Gute an dem Tonic ist, dass der in dieser kleinen Spritzflasche ist. Es riecht sehr angenehm, so kräuterig. Ist also einfach anzuwenden. Ich sag mal, 95% der Sachen, die ich in diesem Haul vorstelle, habe ich noch gar nicht ausprobiert oder noch gar nicht benutzt. Deshalb wollte ich unbedingt den Haul machen, damit ich jetzt anfangen kann, die Sachen zu benutzen. Ich kann also zu der Wirkung nicht wirklich was sagen, aber Boscha war auf jeden Fall auf meiner Einkaufsliste ganz weit oben. Das Facial Peel, das hatten auch Blogger empfohlen, kommt auch in diesem praktischen kleinen Pumpspender, kann man einfach in die Hand pumpen, aufs Gesicht auftragen. Bin ich auch sehr gespannt, wie das sein wird. Von der koreanischen Marke Tony Moly hatte ich schon andere Sachen und ich finde das Design einfach mit diesem Häschen, das nennt sich Pocket Bunny, ist ein Gesichtsspray zum, also es ist ein Setting Spray, einmal um das Make-up einfach
zu fixieren und auch um die Haut zwischendurch, die Gesichtshaut zu erfrischen. Das habe ich inzwischen schon benutzt. Das war jetzt immer in meiner Handtasche. Und gerade in der Zeit jetzt, wo es warm wird, finde ich super angenehm, wenn einem einfach heiß ist, dass man einmal übers Gesicht oder auch in den Nacken sprüht und sich einfach erfrischt fühlt. Oh, ein weiteres Must-Have, das ganz weit oben auf meiner Liste stand, war der Tattoo-Liner von Kat Von D. Von Kat Von D kennt ihr wahrscheinlich. Das ist diese bekannte Tattoo-Artist, die auch jetzt eine eigene Make-up-Linie bei Sephora hat. Und über den Tattoo-Liner, also das ist ein Eyeliner in Filzstiftform, habe ich schon sehr viel gehört, dass der sehr gut sein soll. Und deshalb wollte ich den klassischen schwarzen haben. Wenn man den schüttelt, klackert so ein bisschen. Er sieht so aus, also ganz klassisch, ganz, ganz traditionell. Er hat eine sehr feine Spitze, ich habe ihn auch schon ausprobiert. Er lässt sich wirklich sehr gut auftragen. Dieser Schwalbenschwanz am Ende lässt sich aufgrund der feinen Spitze sehr gut zeichnen. Also mit dem Produkt bin ich wirklich zufrieden, weil der Lidstrich hält dann auch wirklich den ganzen Tag. Von der amerikanischen Marke Tarte hatte ich mir bei meinem vorletzten US-Besuch schon ein Gesichtsöl gekauft. Und insgesamt, die amerikanischen Blogger sind alle so begeistert von diesen Produkten, dass ich gesagt habe, diesmal ist es mal Zeit für ein Make-up-Produkt von Tarte. Und ich habe mir den Amazonian Clay 12-Hour Blush, also einen Rouge, gekauft, der in diesem kleinen Tiegel ist. Die Farbe, die ich gekauft habe, heißt Dollface, ist so ein Rosaton mit Spiegelchen und diese, also was wunderschön ist, ist einfach das Verpackungsdesign, weil also eine wunderschöne Prägung auch in dem Puder drin ist. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Blush sein wird. Bei Sephora gibt es, die US-Blogger nennen das die Isle of Doom. Das ist, wenn ihr euch anstellt, weil ihr zahlen wollt und es ist eine Schlange, dann ist wie im Supermarkt, die Kinder verführt werden mit Süßigkeiten an der Kasse, verführt euch Sephora eben mit so Kleinigkeiten und so günstigeren Kosmetikartikeln, die dann eben in diesem Kassenwartebereich sind. Und es ist wirklich so, man kann, wenn man da wartet, nicht dran vorbeigehen, weil es gibt einfach so viele kleine, lustige, interessante Sachen. Und ich habe mich für den Smith Strawberry Lip Balm entschieden, weil ich die Verpackung sehr schön fand. Und ich mag es sehr gerne, verschiedene Lippenprodukte und so Lip Balms auszuprobieren. Ich glaube, der war nur bei $7. Also der war, das war dann noch okay. Gut, soviel zu Sephora. Der nächste Stopp, an dem ich eingekauft habe, war Urban Outfitters. Die haben hier so große Taschen. Urban Outfitters müsste eigentlich bekannt sein, weil es in Deutschland jedenfalls in fast jeder größeren Stadt inzwischen Urban Outfitters gibt. Das ist ein Klamottenladen, der aber auch Kosmetika führt. Und gerade in New York ist die Kosmetikabteilung in Urban Outfitters sehr viel größer als hier bei uns in Europa. Und auch bei meinem letzten und vorletzten New York-Besuch habe ich da schon Kosmetik eingekauft und dabei ein Produkt gefunden, das ich so toll fand, dass ich dieses Mal nochmal hin musste, um zuzuschlagen. Das Mario Badescu Facial Spray mit Aloe, Kräutern und Rosenwasser ist einfach so großartig. Ich habe das schon in meinem Blog auch vorgestellt. Das ist einfach ein absolut großartiges Produkt. Es kostet nur $7 für das Fläschchen. Ich habe mein Fläschchen, das erste, was ich gekauft habe, ist jetzt nach über einem halben Jahr erst leer gegangen, obwohl ich es jeden Tag wirklich benutze, mindestens einmal. Und ich finde dieses Produkt so toll, dass ich gleich zwei Flaschen nochmal nachgekauft habe. Wenn ich schon dabei war, dachte ich mir, okay, Mario Badescu, da gab es verschiedene Produkte und dann probiere ich gleich was Neues aus. Mitgenommen habe ich die Cucumber Cleansing Lotion. Das ist also ein Gesichtstonic mit Gurkenextrakt. Und das Gute an Mario Badescu ist halt, dass das eine Linie ist, die viele Sachen kann man für jeden Hauttyp benutzen, aber viele Sachen sind gerade an Leute gerichtet mit öliger Haut, Mischhaut oder sehr unreiner Haut. Und da ich Mischhaut habe, die auch zu Unreinheiten neigt, habe ich gedacht, probiere ich mal was anderes von der Marke aus. Urban Outfitters hat auch Tony Moly und ich dachte, wenn dieser kleine Kerl so süß ist, dann sind die beiden nicht so allein, wenn ich die zusammen kaufe. Das ist ein Perfume Stick, also
ein Parfumstick, ein festes Parfum, was man rausschrauben kann und einfach auf den Hals oder hier auf den Puls drauf machen kann. Das ist in der Duftnote Rose. Und muss sagen, ich finde, da gab es verschiedene. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die alle hießen. Rose hat mir am besten gefallen, weil es so einen ganz dezenten, leichten, mädchenhaften, aber auch frischen Duft hat. Und so für die Handtasche oder für unterwegs finde ich das eigentlich eine ganz süße Sache. Ein Rosenlipbalm gab es für 8 Dollar. Kannte ich auch noch nicht. Habe ich mitgenommen zum Ausprobieren. Und ganz besonders toll. Es gibt bei Urban Outfitters viele Produkte, die so entweder von asiatischen Firmen sind oder eben asiatisch angehaucht sind. Und diese Sache hier finde ich total toll. Das ist ein Face Powder Wash von der Marke DHC. Kannte ich nicht. Aber allein die Idee, dass das ein Puder ist. Also wirklich, wenn ihr das schüttelt, es hört sich an wie Babypuder. Und den vermengt man mit Wasser und trägt ihn aufs Gesicht auf. Und so eine Art also mit so einem Produkt habe ich noch nie gearbeitet. Und einfach das Konzept dahinter fand ich super interessant. Ah, made in Japan, okay. Also ist hier eine japanische Marke. Wenn ihr meinem Blog folgt, wisst ihr, dass ich sowieso eine Affinität habe für Japan und japanische Kultur. Und diese Art von Produkt hat mich einfach angesprochen, weil es für mich was komplett Neues ist. So, das war's hier schon, ja. Es gibt in New York natürlich nicht nur teure Geschäfte wie Sephora, wo man in unter 30 Minuten einfach locker 140 Dollar lassen kann, sondern es gibt auch günstige Drogeriemärkte und ein sehr bekannter davon ist Duane Reade, wo ich sehr gerne hingehe und wo es auch sehr viele verschiedene Brands gibt. Neutrogena oder Revlon gibt es da, Wet n Wild, Sachen, also teilweise Sachen, die es bei uns auch gibt oder eben Sachen, die es bei uns nicht gibt. Und gerade die sind natürlich für mich interessant, einfach zu gucken, was bieten die so an. Ich hatte diesmal auf der New York-Reise ein Problem. Ich habe nämlich die ganze Zeit, ich habe relativ für ein relativ kaltes Klima gepackt, weil ich nicht sicher war, wie es, also die Wettervorhersage war eher durchwachsen. Habe also nur lange Jeans eingepackt und dann wurde es plötzlich 28 Grad. Und ich habe mir in meinen langen Jeans ziemlich den Hintern abgeschwitzt und habe aufgrund dessen plötzlich einen unheimlich starken Juckreiz bekommen. Gerade so an meinen Beinen, an meinen Innenschenkeln. Und hatte keine Bodylotion dabei, die irgendwie reichhaltig genug war, um diese Irritation wegzukriegen. Also bin ich zum nächsten Duane Reade und habe das Mädel, das da gearbeitet hat, angepflegt. Verkauf mir irgendwas, was mir hilft gegen diesen Juckreiz. Weil in der Apotheke wollte ich jetzt auch nicht gehen. Und was hat sie mir empfohlen? Von der Firma Cortisone 10 eine Anti-Itch-Lotion für Hand and Body. Also eine Lotion, die einen geringen Anteil an Cortison enthält und einfach gegen Juckreiz helfen soll. Die Lotion ist ganz normal, durchsichtig, also ganz unauffällig. Hat auch einen kaum wahrnehmbaren Duft, ist aber sehr angenehm, spendet Feuchtigkeit. Und ich muss wirklich sagen, nach 2-3 Tagen Anwendung war der Juckreiz weg und es hat mir wirklich sehr gut geholfen. Das hier war nicht ganz billig. Ich glaube, ich habe 14 Dollar für diese kleine Tube ausgegeben. Aber es hat mir wirklich gut geholfen. Und sie hat mir auch gesagt, ich habe das auch in anderen Duane Reades gesehen, also das Produkt ist wirklich ein Bestseller. Das kaufen wirklich sehr viele Leute in den USA. Bobbypins. Ganz normale, stinklangweilige, dunkelbraune Bobbypins. Die letzten Bobbypins, die ich gekauft habe und die ich immer noch benutzt habe, die waren, glaube ich, von 1992, die meine Mutter noch bei einem Besuch in Atlanta gekauft hat. Und die sind, wie das mit Bobbypins ist, irgendwann, also wir hatten mal 100 oder so, inzwischen waren es nur noch 2 und deshalb musste ich dieses Mal unbedingt Bobbypins kaufen. Ich glaube, die haben 2 Dollar gekostet für 60 Stück. Also das lohnt sich wirklich. Die Secret Deos. Das sind feste Deos. Schraubt man hoch. Normalerweise sind die Verpackung ein bisschen größer. Das hier ist quasi die Mini-Größe und ich wollte in der Duftrichtung Powder Fresh. Ich wollte einfach mal eine kleine Größe ausprobieren und was für die Handtasche haben und deshalb habe ich hier auch zugegriffen. Das war, glaube ich, auch bei 2 oder 3 Dollar. Bei diesem Produkt. Ich kannte die Marke nicht. Physicians Formula war mir nicht bekannt, gibt es also nur in den USA. Aber ich fand die Verpackung so süß. Allein die Farbe und dann dieses Lederartige hier und dieses Schleifchen. Ach, da bin ich einfach schwach geworden. Das ist ein Touch of Glow Stick in Nude Wear. Also das ist ein Stift,
der zum einen Concealer ist, den man als Highlighter benutzen kann und auch als Foundation. Also alles in einem. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Wie gesagt, bei dem muss ich sagen, hat mich die Verpackung wirklich gecatcht. Von Wet n Wild, ich habe von Wet n Wild schon Lidschatten gekauft in USA, die ich super fand. Gibt es eine Kollaboration mit Fergie von den Black Eyed Peas. Die hat ihre eigene Kosmetik-Serie rausgegeben. Und ich habe diesen Blush gekauft in der Farbe Brush with Danger. Also ein sehr intensives Pink. Der war, glaube ich, auch bei $2-3. Bin gespannt, ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert. Die Farbe hat mich angesprochen. Mal sehen, ich werde berichten. An der Kasse gab es wieder kleine Sachen zum Scharfmachen. Chapstick. Chapstick kennt ihr mit Kirschgeschmack, gibt es mit Erdbeer, gibt es mit Himbeer. Das hier fand ich süß. Da ist ein kleiner Muffin drauf und es heißt Cake Batter. Also ich habe noch nicht dran gerochen, aber allein die Idee, dass es nach Muffin schmecken soll, fand ich sehr niedlich. Zwei weitere Produkte sind von der Firma Aveeno, die es bei uns in Europa auch nicht gibt. Von der Firma habe ich noch gar nichts benutzt. Deshalb habe ich einmal zugegriffen bei der Daily Moisturizing Lotion in einer kleinen Größe zum Ausprobieren fürs Gesicht. Also es ist einfach eine Feuchtigkeitslotion für jeden Tag. Und bei der Positively Radiant Skin Brightening Daily Scrub. Das ist also ein Peeling, das ihr für jeden Tag anwenden könnt, weil es eben nicht so aggressiv, nicht so harsch ist für euer Gesicht. Ich plane, das zusammen mit meiner Gesichtsbürste von Oil of Olas zu benutzen. Also ich feuchte dann mein Gesicht an, trage einfach das Peeling leicht auf, massiere es leicht ein und den Rest macht dann meine Bürste. Bin gespannt, wie das wird. Zu der letzten Tüte von Duane Reade gibt es eine kleine Geschichte. Es gibt in New York östlich von Manhattan eine kleine Insel, die nennt sich Roosevelt Island. Diese Insel kann man auf zwei verschiedene Wege erreichen. Einmal fahrt ihr entweder mit der U-Bahn hin und steigt da aus. Oder es gibt zwischen Manhattan und Roosevelt Island eine kleine Seilbahn, die an der Brücke entlang fährt. Ich bin kein großer Fan von Höhen, also ich bin einmal rübergefahren. Mein Verlobter hat in der Zwischenzeit, er wollte unbedingt Videos und Fotos machen. Er ist dann, glaube ich, 6 oder 8 Mal hin und her gefahren. Und ich hatte in der Zwischenzeit einfach ein bisschen Zeit zu bummeln und shoppen zu gehen. Und habe zu meiner Freude entdeckt, dass es aus Roosevelt Island einen Duane Reade gibt. Und habe dann eine Stunde Zeit gehabt, mich in der Drogerie ein bisschen umzusehen, was mir ganz gut gefallen hat. Eine Sache, die ich gekauft habe, das habe ich mir bei meinem vorletzten USA-Besuch schon gekauft, ist dieser Turby Twist. Das ist ein kleines Handtuch, das man hinten mit einer Klammer zu einem Turban machen kann. Und das sind spezielle Mikrofaser-Handtücher, die einfach, wenn ihr eure Haare gewaschen habt und die auswringt, die unheimlich gut die Feuchtigkeit, also das ganze Wasser aus euren Haaren rausziehen und eure Haare trocknen dadurch schneller. Was ich auch sehr angenehm finde, ist eben, dass hinten dann dieser kleine Clip ist oder dieser kleine Knopf, an dem sich das festhält, weil mich nervt nichts mehr, wenn ich mir die Haare gewaschen habe und diesen Turban mache. Und egal, was ich mache, das Ding fällt mir vom Kopf oder rutscht runter. Und mit den Dingern, die halten wirklich bombenfest. Das wollte ich auf jeden Fall noch eins haben, weil ich habe mir bei der letzten Reise schon einen gekauft. Von der Marke EcoTools gab es ein 6-teiliges Pinsel, die nennen das hier Starter-Set, mit Bambusgriffen. Ich glaube, 14,99 € habe ich bezahlt. Also ich habe hier einen Lidschattenpinsel, einen Augenbrauenpinsel, ein Blending-Tool, ein Lippenpinsel und einen Blusherpinsel. Ich finde, das sieht mit dem Holz sehr hübsch aus und warum nicht? Die Marke EOS ist bei uns in Europa jetzt seit ein paar Monaten in aller Munde, weil EOS vor allem bekannt ist für die kleinen Lip Balms in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die sie jetzt auch in Europa anbieten. Bei Douglas gibt es sie, man kann die überall jetzt online kaufen. In USA hat EOS auch andere Produkte, zum Beispiel eine Shave Cream, also ein Rasiergel oder eine Rasiercreme. Das hier ist die Sorte Pomegranate Raspberry, also Granatapfel und Himbeer. Und dieses Produkt verspricht 24 Stunden Feuchtigkeit zu spenden. Was ich ganz toll finde, sind diese wirklich praktischen Halterungen hier. Also ihr könnt es gut in der Hand halten, während ihr irgendwie damit arbeitet. Was steht hier? Brightens and Even Skin Tone, Natural Shea Butter, Vitamin B3,
Also es soll auch nicht nur die Haut pflegen, sondern auch mit Feuchtigkeit versorgen und den Hautton verbessern. Bin ich gespannt? Werde ich mir anschauen. Oil of Olas heißt es bei uns. In USA heißt es einfach nur Olay. Fresh Effects. Da fand ich einfach die Verpackung und vor allem das Produkt. Das sieht aus, ist so, wie sagt man das? Swirled, also ineinander verdreht, zwei Phasen. Das ist ein Deep Pore Clean und Exfoliation Scrub. Also zum einen ist es ein Gesichtsreinigungsbalsam und die zweite Phase ist ein Peeling mit Honeysuckle and White Tea, also mit weißem Tee. Ölfreie Textur, das ist auch etwas, wo ich mir gedacht habe, das könnte ich relativ häufig mit meiner Gesichtsbürste benutzen. Also was für den täglichen Gebrauch. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr angenehm riecht. Es gibt neben Aveeno auch die Marke Simple in den USA bei Duane Reade. Da habe ich mir auch als Probiergröße ein Moisturizing Facial Wash gekauft für alle Hauttypen. Ist aber besonders für empfindliche Haut zum Ausprobieren. So, das waren die Pflegesachen und jetzt kommen wir zu der Kosmetik, die ich gekauft habe. Ah, den wollte ich so sehr. Der stand auf meiner Liste ganz weit oben. Der Powder Blush von Milani. Milani kann man in Europa, glaube ich, nur online bestellen, aber nur ganz, ganz selten. Das ist die Farbe Coral Cove. Was ich an diesem Blush einfach wunderschön finde, ist, dass die Verpackung, also der Puder an sich ist in Form einer Rose und das finde ich so originell und so schön. Den musste ich auf jeden Fall haben. Und sehr viele Blogger aus den USA und aus England haben erzählt, dass der eine wirklich gute, zum einen Textur hat und wirklich eine gute Farbabgabe, dass viel Farbe an die Haut abgegeben wird. Auf dieses Produkt freue ich mich ganz besonders. Das ist eines meiner Top-Produkte von diesem ganzen Haul. Die Marke NYC New York Color war mir nicht bekannt. Die hatten schöne Angebote. Ich glaube, diese Lippenprodukte haben 1,99 gekostet. Einmal habe ich mir einen Lip Stain gekauft, der 16 Stunden halten soll, in der Farbe Champagne Stain 493. Also das ist ein... wenn ihr Benefits Benetint kennt, das ist also kein Lippenstift und kein Lipgloss, sondern es ist einfach ein Filzstift, der Farbe abgibt und die Farbe zieht in die Lippe ein und hält eben sehr lange. Und dann habe ich mir noch einen Lip Color Pencil gekauft in der Farbe Fulton Street Fuchsia. Also das ist ein normaler Lippenstift in dieser Stiftform. Also diese Produkte waren wirklich so günstig, da habe ich mir gedacht, naja, da kannst du für die paar Dollar nichts falsch machen. So, und von der Marke Jordana gab es ein Angebot, zwei Stifte zum Preis von einem. Einmal habe ich den Cat Eyeliner in der Farbe Orchid, das ist also ein violetter Eyeliner, gekauft. Und das andere ist ein Liner in der Farbe Suede. Also beides, das eine ist so ein dunkles Flieder und das andere ist wirklich ein ganz dunkles Lila. Und last but not least gab es auch günstige Nagellacke von Sinful Colors Professional Made in USA. Ich muss gerade schauen, was die gekostet haben. Ich glaube, die waren auch bei 2 Dollar. 1,99, genau. Habe ich mir drei Farben mitgenommen. Einmal die Farbe Mint Apple. Mint Apple. Mint Candy Apple von Essie kennen viele, das ist ein bisschen dunkler. Das finde ich gerade für den Sommer eine super schöne Farbe. Das andere ist die Farbe Calypso. Das ist so ein ganz intensiver Grünton, wo ich eher so dachte, für den Herbst, sehr schöne Farbe. Und die dritte Farbe heißt Hazard. Ist eine, ja, so ein Peachy Tone, also so eine Mischung aus Pfirsich und Rosa. Das war's von meinem US-Haul, meinem New York-Haul. Wenn er euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da. Ihr könnt mir auch einen Kommentar da lassen unten im Feld, was ihr denn so von eurem letzten USA-Trip mitgebracht habt und was ihr besonders gut findet. Ansonsten findet ihr mich unter www.mikikoki.de. Dort findet ihr meinen Blog, wo ich alle 2 bis 3 Tage Produkte rezensiere. Und auf Facebook findet ihr mich unter Miss Kittys Kosmetikkiste. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!